Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes, Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Novene zur heiligen Martha, erster Tag, erster Dienstag. Die neun Dienstage zur heiligen Martha. Die neun Dienstage der heiligen Martha sind zu beten, während eine geweihte Kerze brennt. Dieses Gebet ist so kraftvoll, dass vor dem Ende dieser neun Dienstage dir, was du erbittest, geschenkt werden wird, gleichgültig, wie schwierig es auch sein mag. O heilige Martha, du wunderbare, ich nehme Zuflucht zu deiner Hilfe, mich ganz auf dich verlassend, dass du mir in meinen Nöten helfen und in meinen Prüfungen beistehen wirst. Zum Dank verspreche ich dir, dies Gebet überall zu verbreiten. Tröste mich in meinen Sorgen und Schwierigkeiten. Flehe ich demütig. Bei der großen Freude, welche dein Herz erfüllte, als du in deinem Heim in Bethania den Heiland der Welt beherbergtest, flehe ich, fürbitte für mich und meine Familie, dass wir unseren Gott in unseren Herzen bewahren. Und also das Heilmittel unserer Bedürftigkeit zu erlangen verdienen, vor allem bei dieser Sorge, welche mich gegenwärtig bedrückt, hier Anliegen vorbringen. Ich flehe dich an, du Helferin in aller Not, besiege die Schwierigkeiten, so wie du den Drachen besiegtest, bis er zu deinen Füßen lag. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heilige Martha,
bitte für uns. Amen. Heilige Martha, bitte für uns. Amen. Heilige Martha, bitte für uns. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.